Gesang statt Schüsse und Sirenen. Vor einem Wahrzeichen der Stadt Odessa, dem Opernhaus, hat sich der Chor des Nationalen Akademietheaters versammelt. Sie wollen den Menschen Mut machen. Die Hafenstadt fürchtet seit Tagen einen Angriff der russischen Armee. Auch hier bereiten sie sich darauf vor. In diesem Dörfchen bei Lviv im Westen der Ukraine sollen Sandsäcke schützen gegen Panzer. Wir bauen Barrikaden für den Fall, dass der Feind kommt. Dann haben wir einen Ort, an dem wir Schutz suchen können, um das Dorf und vielleicht auch die ganze Stadt Lviv zu schützen. Und der Krieg rückt weiter Richtung Westen. In der Nähe von Lviv hat Russland offenbar dieses internationale Militärtrainingszentrum mit Raketen getroffen, nur rund 15 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Hier Archivaufnahmen. Es sollen mindestens 35 Menschen getötet worden sein. Der Angriff wurde offenbar von Flugzeugen durchgeführt, die von Russland ausflogen. Sie wurden von dort aus auf ihre Kampfroute gebracht. Der Angriff erfolgte von außerhalb des ukrainischen Hoheitsgebiets. Es wurden mehr als 30 Raketen abgefeuert. Kiew. Draußen können die Kirchenglocken die Kriegsgeräusche nicht übertönen. Drinnen versuchen die Menschen trotzdem einen Moment der Ruhe zu finden, ein kurzes Gefühl der Normalität. Aber die Kämpfe gehen weiter. Russische Truppen wollen die Hauptstadt laut ukrainischen Behörden auch von Osten her blockieren. Mittlerweile 70 Kilometer außerhalb von Kiew ist Christian Wierschütz vom österreichischen Fernsehen ORF. Gestern war er in der Metropole. Sie habe zwei Gesichter, abhängig davon, wo man sich aufhalte. Im Zentrum haben sie die geschlossenen Geschäfte, im Zentrum haben sie die Barrikaden, die Straßensperren, aber sie haben keinen Kampf mehr. Am Stadtrand, im Westen, wenn Sie dort sind, sehen Sie Rauchwolken, Sie hören hin und wieder Artilleriegranaten, Einschläge, Einschüsse. Und Sie haben dort natürlich auch die Autobusse, die versuchen, Leute aus der Stadt, aus den Vorstädten abzuholen. 700 Kilometer weiter südlich. Diese Bilder sollen laut der Agentur Reuters zeigen, wie in Melitopol der Bürgermeister von russischen Kräften verschleppt wird. Das war gestern. Heute der nächste Schritt. Russland setzt eine eigene Statthalterin ein. Sie sagt, die Bürger sollen sich der neuen Realität anpassen. Diese ukrainischen Soldaten haben sich gegen die neue Realität gewehrt, sind jetzt verwundet. Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht sie in einem Krankenhaus. Der Ort ist nicht bekannt. Er ruft ihnen zu: Werden Sie wieder schnell gesund. Es ist wichtig. Aber gesund werden heißt dann wohl auch wieder kämpfen. Ja, weil die Kämpfe in der Ukraine weitergehen und auch die humanitäre Notlage spitzt sich zu. 125.000 Menschen konnten im Rahmen von Evakuierungen in der Ukraine bereits in Sicherheit gebracht werden. So auch der ukrainische Präsident, den wir gerade gesehen haben. Doch allein in Mariupol sollen seit Beginn der russischen Invasion mehr als 2.100 Tote zu beklagen sein, so heute der Stadtrat. Und in der schwer umkämpften Hafenstadt im Osten der Ukraine versuchen russische Einheiten auch weiter, die Stadt zu stürmen. Inzwischen seien russische Truppen und pro-russische Separatisten in östliche Randbezirke eingedrungen, so die ukrainischen Behörden. Zahlreiche Versuche, die Bewohner der Stadt in Sicherheit zu bringen, sind wiederum erneut gescheitert. Und auf anderen Fluchtkorridoren kamen Evakuierungen heute wohl zustande. So konnten nach ukrainischen Angaben am Samstag insgesamt 13.000 Menschen gerettet werden, unter anderem aus dem Nordosten des Landes, bei Sumy, aber auch aus Vororten von Kiew. Und in der Großstadt Mykolajew im Süden des Landes kam es zu Bombenangriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mehrere Menschen getötet worden. Seit Tagen gibt es da schon schwere Kämpfe um die Stadt. Wir wollen aber jetzt noch mal in den Westen gehen, nach Lviv. Die Stadt liegt ja relativ nah an der Grenze zu Polen und war bisher ein Zufluchtsort für viele. Unser Kollege Georg Restle ist dort. Georg, du hast heute Morgen schon getwittert, der Krieg ist endgültig in der Westukraine angekommen. Ihr habt Luftschläge erlebt. Wie hat sich die Situation da verändert? Ja, natürlich hat dieser Tag heute die Situation verändert. Es waren die ersten Luftschläge, die so nah an die große Stadt Lviv, die größte Stadt hier im Westen der Ukraine, herangerückt sind. Die Detonationen waren heute Morgen kurz vor sechs in der ganzen Stadt zu hören, auch wenn die meisten Menschen hier sich in dieser Zeit in den Luftschutzkellern aufgehalten haben.
Dazu muss man ja wissen, dass diese Stadt voll mit Flüchtlingen ist, die aus dem Osten, aus den umkämpften Gebieten hier in diese Stadt geflohen sind, die schlimme Erlebnisse mitgebracht haben in diese Stadt, die sich hier eigentlich sicher wähnten und jetzt eben erleben mussten, dass der Krieg sie quasi eingeholt hat. Das sind für die Menschen traumatische Erlebnisse, heute hier wieder die Sirenen heulen zu hören, heute diese Detonationen hier erlebt zu haben, Dinge, die sie eigentlich hinter sich lassen wollten. Jetzt ist das ja auch vor allen Dingen ein Ort gewesen, wo noch viele Spenden angekommen sind, wo man von da verteilt hat, wo Flüchtlinge erstmal durchatmen konnten. Wie ist das denn jetzt? Ja, die Stadt ist Drehkreuz für die Flüchtlinge, sie ist aber auch Drehkreuz für die humanitären Transporte. Hier in Lviv kommen ja die Spenden auch aus Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern an. Die werden hier verteilt. Überall helfen die Menschen mit. Und man kann nur sagen, je härter dieser Krieg geführt wird, umso enger halten die Leute hier zusammen. Überall wird angepackt, überall sind Freiwillige, die schauen, dass im Osten, in den umkämpften Gebieten, die Menschen etwas zu essen bekommen, dass Medikamente dahin transportiert werden, in Priesterseminaren werden Energieriegel gebacken, in den Bibliotheken der Universitäten knüpfen Studenten Tarnnetze für die Soldaten und Soldatinnen in umkämpften Gebieten. Hier, das lässt sich auch heute sicher sagen, lassen die Menschen sich ganz sicher nicht unterkriegen. Und es ist wichtig, dass du uns das schilderst. Eindrücke von unserem Korrespondenten Georg Ressler aus dem Westen der Ukraine, wo sich die Situation verändert hat. Danke dir dafür.